Hey meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna, schön, dass ihr heute dabei seid. Jo, ein neuer Monat ist rum und das bedeutet, es ist mal wieder Zeit für mein Aufgebraucht-Video. Und zwar möchte ich euch in diesem Video alle meine Produkte zeigen, die ich jetzt im Monat April leer gemacht habe. Ich muss gerade mal überlegen, wir haben jetzt ja schon wieder Mai. Genau, die Zeit geht immer so schnell rum. Und wie gesagt, ich habe hier eine vollgepackte Kiste. Hier seht ihr sie einmal. Mit allen möglichen Produkten, die ich jetzt vor allem im April einmal leer gemacht habe. Die zeige ich euch jetzt, sag kurz dazu, meine Meinung. Und bevor wir das tun, wie immer ein kurzer Deklatter. Und zwar ist es so, das ist meine persönliche Meinung zu den Produkten, die ich getestet habe, ausprobiert habe, leer gemacht habe. Es ist natürlich so, dass es sein kann, dass ihr die Produkte auch kennt, auch vielleicht ausprobiert habt und eine andere Meinung habt, was auch gar nicht schlimm ist, weil ich finde, wie gesagt, es muss so Videos geben, wo jeder seine eigene persönliche Meinung drin hat und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass wenn ich sage, oh, das Produkt ist super oder das Produkt hat mir gar nicht gefallen, dass es bei euch genauso ist. Es kann natürlich genau andersrum sein, aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Das ist auch gar kein Angriff gegen niemanden, weder gegen die Meinung, weder gegen die Produkte, noch gegen die Hersteller, noch sonst irgendwie was. Wie gesagt, meine Meinung zu den Produkten. Und ich finde, deswegen sind so Videos auch generell immer total wichtig. Und wie auch immer in meinen Aufgebraucht-Videos, verlose ich auch in diesem Video wieder eine zusammengestellte Beautybox in einen von euch. Was ihr dafür tun solltet, um teilzunehmen, schreibe ich euch wie gewohnt einmal unten in die Infobox. Und dann würde ich sagen, wir widmen uns jetzt mal hier dieser großen Kiste. Und zwar fange ich an mit einem Produkt, das hatte ich mal in der Trendradar-Box drin. Ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß, Nahrungsergänzungsmittel kommen generell nicht immer bei jedem so gut an. Finde ich aber persönlich auch nicht schlimm. Ich mag's, ich nutze es auch. Und wir haben nämlich hier von Louis Widmer dieses Skin Appeal. Irgendwann habe ich rausgefunden, steht da nur auf Englisch da. Auf der Rückseite steht es auch auf Deutsch. Und zwar war das Nahrungsergänzungsmittel Skin Biome Boost für ein verbessertes Hautbild bei unreiner Haut. Das ist unter anderem mit Niacinamin. Und ich zeige euch das jetzt gerade nochmal. Ich glaube, es waren 30 Sachets oder sowas. Ich habe mir die immer mit auf die Arbeit genommen, habe die dann immer morgens, also nach dem Frühstück, nach dem Kaffee und sowas, auf der Arbeit mir einmal dieses kleine Päckchen halt aufgemacht. Waren so 30 Sachets drin. Hier steht drauf, angenehmer Geschmack. Beim ersten Mal dachte ich, es ist ein angenehmer Geschmack. Also es hat mir nicht ganz so gut gefallen vom Geschmack her. Aber je öfter ich es benutzt habe, umso besser wurde es dann. Und ich muss sagen, mir persönlich hat es auf jeden Fall geholfen. Ich habe das genommen in einer Zeit, wo meine Haut jetzt nicht ganz so geil war, weil ich mal wieder irgendein Produkt benutzt habe, das ich leider nicht vertragen habe. Und ich dachte mir, okay, komm, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt benutze diese Nahrungsergänzungsmittel. Und ich fand, mir persönlich hat es auf jeden Fall geholfen. Meine Haut wurde dadurch auch besser. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das Einbildung war, ne? Kennt ihr vielleicht? Manchmal denkt man, ja, die wird auf jeden Fall besser, weil du jetzt dieses Produkt nimmst. Aber ich finde, es hat wirklich was mit meiner Haut gemacht. Und deswegen, ich glaube, es ist nicht ganz so günstig. Ich habe mal nachgeschaut, 30 Euro oder sowas kostet. Ich, wie gesagt, das ist schon ein bisschen her, dass ich geschaut habe. Auf jeden Fall, ich würde es nochmal nutzen, wenn ich es nochmal da hätte. Ob ich es mir jetzt nochmal kaufen würde, kann ich euch ehrlich gesagt nicht ganz so... Ja, kann ich euch ehrlich gesagt nicht so sagen im Moment. Könnte sein, also wenn ich wirklich mal wieder total schlechte Haut habe und denke, oh, jetzt brauche ich mal wieder hier irgendwas, was mir richtig gut hilft, dann würde ich das nehmen. Ich habe aber übrigens da natürlich auch noch einen anderen Geheimtipp. Habe ich auch aktuell wieder in Anwendung. Es gibt ja auch von Polar ein Produkt. Kann ich euch auch super gerne mal unten in der Infobox verlinken. Habe ich mir jetzt auch wieder bestellt. Und ich finde, das ist halt ein Serum, das habe ich euch auch schon ein paar Mal hier gezeigt und es ist super. Also ich merke das jetzt auch wieder, meine Haut war jetzt auch wieder nach irgendeinem Produkt, ich weiß leider nicht, was es war, weil ich nicht vertragen habe, habe ich dieses Produkt oder dieses Serum wieder aufgetragen vom Polar oder bin jetzt wieder dabei und ich finde, das macht wirklich einen Unterschied. Ist nicht ganz so günstig, ich glaube, es kostet 40 Euro oder sowas bei dem großen A. Da habe ich es mir nämlich bestellt. Aber gerne kann ich es euch unten einmal verlinken. Also wenn ihr Probleme habt, nutzt es super gerne mal. Mir helfen die Polar-Produkte immer. Und ich schwöre, wie gesagt, auf die Polar-Produkte. Ich mag die total gerne und freue mich immer, wenn ich Produkte von Polar ausprobieren kann, mir kaufen kann oder wie auch immer. Ne? So, aber jetzt also wie dazu. Wir machen aber jetzt mal weiterhin mit den anderen Produkten, weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und zwar habe ich von L'Oreal El Vital diese Glycolic Gloss Spülung genutzt, leer gemacht, seht ihr ja. Und ganz ehrlich, ich habe sie auch wieder nachgekauft. Das ist ja jetzt auch wieder so ein mega gehyptes Produkt und ich finde, die Haare werden dadurch wirklich glänzender.
Ich weiß jetzt allerdings nicht, woran das liegt. Ich habe jetzt aktuell schon seit ein paar Wochen das Problem, dass meine Haare am zweiten Tag, nachdem sie gewaschen sind, übelst fettig werden. Also es sieht auch nicht mehr schön aus. Natürlich muss ich sie jetzt am zweiten Tag dann noch nicht morgens direkt waschen, aber abends auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob das was wirklich mit den Produkten zu tun hat, glaube ich nicht. Was weiß ich, Hormone, keine Ahnung, irgendwas wird sein auf jeden Fall. Mag ich aber diese Reihe total gerne. Also ich habe wirklich alle vier Produkte davon. Ich habe das Shampoo, ich habe hier die Spülung. Shampoo und Spülung habe ich jetzt schon mal nachgekauft. Dann habe ich diese Versiegelung halt, diese 5-Minuten-Versiegelung. Und ich habe auch dieses Haarserum. Ja, also das hier kann ich wirklich empfehlen. Der Duft ist mega. Ist ein rosanes Produkt. Was rosane Sachen haben bei mir schon immer mal ein Pluspunkt. Und ja, ich finde super. Also ich mag das Produkt total gerne. Ist nicht ganz so günstig, aber ja, schlecht ist es nicht. Dann habe ich leer gemacht. Das hatte ich mal im Tauschpaket von der lieben Niki. Und zwar von Bilou. Diesen Cotton Candy Creme Duschschaum. Genau. Und ich finde, die Bilou Duschschäume oder auch Produkte sind da manchmal so richtig bappig süß, aber der hier nicht. Also der war total angenehm, hat gut auf der Haut gerochen, hat auch relativ lange gehalten, muss ich sagen, obwohl das so eine kleine Größe jetzt war. Ich habe den gemocht, von daher den würde ich definitiv nochmal nutzen. Dann habe ich was leer gemacht und zwar von Rituals aus dieser neuen Reihe, die ich weiß gar nicht mehr, die war limitiert. Ich glaube, die gibt es aktuell gar nicht mehr. The Ritual of Yosakura Rich Body Cream mit Black Rice und Yoshino Cherry. 40 Milliliter hatte ich da. Und ich weiß, die ein oder anderen werden mich dafür vielleicht jetzt hassen, für das, was ich sage. Aber ich sage meine persönliche Meinung, ich finde, ich habe die Body Lotion aufgetragen. Wie gesagt, ich liebe die Rituals-Produkte. Die hat auch super gut gerochen. Aber auf dem Körper, nachdem ich die aufgetragen habe, irgendwie nicht mehr. Also die hat so abgestanden, also so ganz, ganz komisch hat die gerochen. Ich habe sie natürlich leer gemacht. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier an der Tube rieche, riecht die wunderbar. Die gefällt mir richtig gut, dieser Duft. Aber sobald der auf meiner Haut war, weiß ich nicht, hat mir der Duft irgendwie nicht gefallen. Sagt mir gerne mal eure Meinung dazu, wenn ihr den Duft ausprobiert habt, ob das jetzt nur bei mir so war oder ob ihr vielleicht die gleichen Erfahrungen gemacht habt. Leider, ja, war der Duft halt nicht so ganz so geil auf meiner Haut, aber generell Rituals-Produkte gehen immer. Wie gesagt, da hat es jetzt leider mal nicht so funktioniert, aber was auch gar nicht schlimm ist, ne? Wie gesagt, meine Meinung. Ich mache aber weiter mit dem nächsten Duschschaum. Der war wieder anders. Also vielleicht lag es auch wirklich einfach nur der Bodylotion. Das war dieses Foaming Shower Gel, 200 Milliliter. Der war ja auch in dieser Limited Edition Box drin. Die hatte ich mir übrigens auch bestellt. Ich hatte das Video auch abgedreht, aber im Nachhinein hat mir das Video einfach nicht gefallen. Deswegen habe ich sie nie hochgeladen. Auf jeden Fall, der hier war auch nicht schlecht. Der hat mir jetzt im Gegensatz zu der Bodylotion richtig gut auf der Haut gefallen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es einfach mit der Bodylotion, mit meinem Körper, hat halt nicht so harmoniert, sag ich mal. Auf jeden Fall. Der war angenehm, würde ich definitiv nochmal nutzen. Wie gesagt, Rituals Body Produkte mag ich generell. Ich liebe die Rituals Produkte und von daher, ne, muss ich eigentlich dazu auch nicht mehr so viel zu sagen. Dann habe ich mir das leer gemacht von Dalton. Und zwar die Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Die hat mir auch richtig gut gefallen. Die hatte ich ja auch in einem Tauschpaket drin. Ne? Es war mitunter mein erstes Dalton-Produkt, was ich wirklich genutzt habe. Und ich muss sagen, die war nicht schlecht. Ja, die fand ich ganz gut. So viel dazu. Ich habe noch mehr Dalton-Produkte. Ich weiß aber gar nicht, ob die jetzt hier sind oder in einem anderen Aufgebraucht-Video dann kommen werden. So, dann habe ich wieder mein All-Time-Favorite mitunter von Essence, dieses Fix und Last 18 Hours Make-up Fixing Spray leer gemacht. Da habe ich jetzt aktuell noch eins in Anwendung und ich muss sagen, ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch andere ausprobiert, auch teurere. Die gefallen mir nicht so gut wie das hier. Also ich weiß es auch nicht. Deswegen, ich habe jetzt aktuell noch eins in Anwendung, habe im Backout geschaut und es ist wirklich mein letztes und deswegen muss ich definitiv neue nachkaufen. Also ich finde für die 2,95 oder was die auch immer kosten, ist es echt ein super Produkt, kann ich definitiv immer empfehlen. Auch ein anderes All-Time-Favorite, der Mary Kay ölfreie Augen-Make-up-Entferner, habe ich auch mal wieder leer gemacht. Zeige ich euch ja, glaube ich, gewohnt auch in jedem Aufgebraucht-Video von mir. Muss ich ja mittlerweile auch nicht mehr zu viel sagen. Mitunter den besten, den es gibt. Dann habe ich von der lieben Niki in einem Tauschpaket auch nochmal gehabt von L'Oreal Professional das Vitamino Color Shampoo, 100 Milliliter. Das ist jetzt auch leer gegangen und ich finde, dieser Duft, der war mega. Der riecht so fruchtig. Also ich habe mir das dann auf, ich habe mir das ja in der, klar, in der Dusche aufgetragen, erstmal auf die Hand, um dann auf die Haare aufzutragen.
Und ich dachte mir, boah, was ist denn das für ein geiler Duft. Aber auch generell, dieses Shampoo fand ich auch nicht schlecht. Ne, hat gemacht, was es sollte, hat meine Haare gereinigt. War jetzt auch nicht irgendwie, dass meine Haare danach komisch waren oder sowas. Von daher, ja, das würde ich auch nochmal definitiv benutzen, wenn ich es nochmal da hätte. Dann habe ich eine mega Bombe wieder leer gemacht von Rituals. Und zwar habe ich hier das Ritual of Karma, das Body Scrub, Salt and Sea Minerals. Genau, es ist halt so ein schrubbiges Peeling. Na, also die Rituals Peelings kennen, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt unter anderem mit dieses Salzpeeling. Fand ich aber auch nicht schlecht und ich finde es halt so cool bei den Rituals Peelings, dass sie auch immer noch dieses Öl mit drin haben. Also ich brauche da in der Regel gar keine Bodylotion danach mehr, obwohl ich wirklich eine trockene Haut habe, weil diese Peelings pflegen halt immer die Haut. Also das habe ich in der Regel, mache ich so ein Peeling 2-3 Mal die Woche. Und ja, es hat relativ lange gehalten, jetzt ist es leer. Zu Rituals muss ich in der Regel ja nicht mehr zu viel sagen, das habe ich ja schon mehrmals gesagt in meinen Videos. Dann haben wir einmal leer gemacht Toilettenpapier. Das habe ich jetzt hier mit reingestopft. Beziehungsweise ist gar kein Toilettenpapier. Ich habe mir jetzt erstmal die Küchenrolle geschnappt. Jo, die hatte ich mitgenommen bei Denkmit, also bei DM von Denkmit. Ne? Was soll ich groß dazu sagen? Küchentücher braucht man immer. Kaufe ich in der Regel überall mal, wo ich bin. Also ich habe da jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Von daher brauche ich auch nicht so viel zu sagen. Dann haben wir hier einmal das Toilettenpapier leer gemacht. Das war dieses Love-Toilettenpapier von DM. Habe ich euch auch mal im Haul gezeigt. Ist auch einmal leer gegangen, wie gesagt. Das bedruckte Toilettenpapier von DM kaufe ich immer total gerne wieder nach. Dann habe ich hier nochmal Toilettenpapier leer gemacht. Und das war das mit den Bärchen, wo ich euch gezeigt habe. Ich fand das total süß, gell? Ich bin ja auch wirklich immer so ein Opfer. Wenn da irgendwie eine süße Verpackung ist oder das bedruckte Toilettenpapier süß aussieht, dann muss ich das immer definitiv kaufen. Genau. Ich habe euch ja eben schon die Spülung von L'Oreal gezeigt. Hier habe ich nämlich das passende Shampoo dazu. Wie gesagt, ich mag das Shampoo total gerne. Hat einen tollen Geruch. Die Haare werden mega glänzend danach, wie jetzt auch bei der Spülung. Ich gehe davon aus, wenn man jetzt wirklich alle Produkte halt, klar, wie das Shampoo und die Spülung aufeinander abstimmt und dann halt wirklich immer die gleichen Produkte mit der gleichen, oder alle Produkte von einer Linie benutzt so rum, dann verstärkt es natürlich vielleicht den Effekt auch nochmal. Es kann natürlich sein, ne? Aber ich würde jetzt auch sagen, alleine auch dieses Shampoo. Wenn man natürlich jetzt sagt, okay, ich würde vielleicht mal das ein oder andere Produkt davon ausprobieren, aber mir ist es zu teuer, jeweils 6, 7 Euro pro Produkt auszuprobieren. Probiert, fangt einfach mal mit dem Shampoo an oder fangt mit der Spülung an. Wie gesagt, mir gefällt es total gut. Meine Haare glänzen danach und deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Sonst hätte ich es mir natürlich auch nicht mehr nachgekauft. Dann habe ich einmal hier aufgebraucht von Samio New Woman diesen Calming Face Toner. So sieht er aus. Ihr seht hier so einen Mini-Rest drin. Der wollte jetzt aber auch nicht mehr rauskommen. Deswegen habe ich ihn jetzt aussortiert. Den hatte ich, glaube ich, mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den hatte. Ich glaube, in der About Food x Sarah Harrison Box. Also ich fand den echt gut. Ich fand den wirklich gut. Habe jetzt auch keine Pickelchen oder sowas bekommen. Habe das natürlich diesen Toner immer morgens und abends nach der Reinigung aufgetragen. Den würde ich auch nochmal nutzen, wenn ich ihn da habe. Und nachkaufen würde ich ihn jetzt nicht unbedingt. Dann habe ich wieder aufgebraucht von Ebelin diese Make-up-Korrekturstäbchen. 80 Stück sind da ja drin. Habe ich mir jetzt auch wieder nachgekauft. Jo, ähnlich wie Wattestäbchen. Die nutze ich halt total gerne zum Korrigieren, wenn ich mich morgens fertig mache und hier unten hängt die Wimperntusche oder hier oben zum Beispiel. Funktioniert super. Wie gesagt, da kann ich ja auch eine Empfehlung aussprechen. Nutze ich total gerne. Wobei natürlich da auch ganz normale Wattestäbchen auch ihren Dienst tun. Ne? Aber das kaufe ich auch immer gerne nach. Dann habe ich ein teures Produkt leer gemacht und zwar von Shiseido. Die Vigil Perfection Uplifting and Firming Cream. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie teuer dieses Produkt hier eigentlich ist. Wir haben hier 15 Milliliter drin. Ich glaube, das ist noch so ein Überbleibsel von den ganzen Adventskalendern, die ich hatte. Und ich liebe diese Produkte von Shiseido. Ich glaube, das habe ich auch schon mal leer gemacht. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Habe ich halt morgens und abends immer auf mein Gesicht aufgetragen. Super, mega Creme. Und die riecht halt auch so gut. Ich zeige es euch nochmal. Hier ist noch so ein Mini-Rest drin. Den habe ich jetzt halt nicht mehr rausbekommen. So als kleiner Tipp, könnt ihr da natürlich auch mal mit dem Wattestäbchen reingehen und dann halt einfach wirklich den letzten Rest noch rausziehen und euch das dann vom Wattestäbchen auf den Finger geben, dann verschwendet ihr 0,0 Produkt auf jeden Fall. So ein kleiner Tipp am Rande. Dann habe ich hier einmal leer gemacht von Isana diese Sweet Feeling Hydrogen Augenpatches. Die fand ich super. Die sehen auch so sommerlich irgendwie aus. Ich mag halt generell die Augenpatches von Eigenmarken. Sei es von DM oder von Rossmann, die waren in dem Fall von Rossmann. Die hätte ich auch mal im Tauschpaket drin, super angenehm. Die haben jetzt auch nicht gerutscht oder sowas. Das soll einen belebenden sofort frische Effekt geben mit Orangen- und Himbeerextrakt. Ja, die habe ich gemocht, würde ich definitiv nochmal nutzen.
Dann habe ich eine Sheetmaske leer gemacht. Die hatte ich auch mal in einem Paket von der lieben Zuschauerin drin. Pomegranate Sheetmask. Die war auch super. Die habe ich auch total gerne gemacht. Also ich habe nicht darauf reagiert oder irgendwas. Die war total angenehm zu der Haut. Hat sich auch super der Haut angepasst. Und ich mag das halt einfach, wenn ich jetzt eine Tuchmaske auflege oder generell auch Crememasken oder sowas zum Entspannen. Also teilweise merke ich dann wirklich, du kommst jetzt gerade so ein bisschen runter, kannst ein bisschen entspannen. Das war bei der auch so. Und ja, Plumping Boost Rejuvenating Treatment. Ja, und Granatapfel geht natürlich auch immer, gell? Also die fand ich auch nicht schlecht. Ich habe übrigens von der Serie noch ein paar andere im Backup. Die muss ich übrigens mal alle leer machen so demnächst. Dann haben wir einmal aufgebraucht oder leer gemacht von Frosch, diesen Glasreiniger. Hier dieses Nachfüll-Ding, diesen Nachfüller. Ne? Wie gesagt, Frosch-Glasreiniger, meiner Meinung nach der beste, den es gibt. Finde ich optimal, halt so Nachfüller. Da braucht man dann nicht immer diese Flaschen nachkaufen. Habe ich euch ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal gezeigt. Reicht in der Regel 2-3 Mal, kann man die Flaschen definitiv damit auffüllen. Also ich werde auch nur noch diesen Glasreiniger kaufen, weil, wie gesagt, der beste, den es gibt. Dann haben wir hier einmal leer gemacht, also mein Schatz und ich stand jetzt ewig lange in der Dusche. Von Nivea Intimo, diese Waschlotion. Genau, ich meine, davon braucht man ja auch nicht viel. Ist halt eine Waschlotion für den Intimbereich. Sowas kaufe ich auch wirklich immer nur von größeren Marken. Also so Eigenmarken oder sowas habe ich da bisher noch nicht getestet. Bei manchen Produkten bleibe ich lieber immer bei den Markenprodukten. Das war jetzt von Nivea. Ja, hat gemacht, was es sollte, ne? Brauche ich ja auch nicht mehr so viel zu sagen. Das werden wir aber auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen. Auch wieder ein Produkt, was ich immer nachkaufe und immer nachkaufen werde. Von Finish, diesen Glanz- und Klarspüler. Jo, brauche ich auch nicht mehr so viel zu sagen, gell? Habe ich euch ja auch schon in Hauls und so gezeigt. Jo, den kaufe ich auch immer nach. Genauso wie das nächste Produkt, und zwar den allseits geliebten Lenor Waschspüler. Den hier, wie gesagt, meiner Meinung nach wirklich den besten, den es gibt. Und ich kaufe auch kein anderes. Das ist ja der April Flush. Habe ich euch auch schon so viel gesagt, habe ich euch schon oft gezeigt im Aufgebraucht-Video in Hauls, deswegen, was brauche ich da noch groß zu sagen, ne? Ich lese mir ja natürlich auch immer eure Kommentare durch, weiß, dass die ein oder anderen von euch das auch total gerne mögen, auch diesen Lenor Waschspüler, von daher, ja, das passt. Dann haben wir einmal leer gemacht, oder ich habe das benutzt für die Spülmaschine, diesen Superfin Dishwasher Cleanser. Den hatte ich mal im Action mitgenommen. Ich fand den nicht schlecht. Also so im Vergleich zu den teuren, die es sonst immer gibt, kann der genauso gut mithalten. Der hat halt immer so einen, ach wie habe ich es gesagt, so einen giftigen Geruch am Ende gehabt. Also ich habe den durchlaufen lassen, alles super. Hat auch die Spülmaschine total gut gereinigt. Aber wenn man danach die Spülmaschine aufgemacht hat, der hat jetzt nicht so einen Zitronengeruch oder so gehabt. Also der hat jetzt nicht unbedingt giftig, aber man hat schon gemerkt, dass man irgendeinen Reiniger halt drin hatte. Trotzdem würde ich den aber nochmal nachkaufen, weil, ja, der war relativ günstig. Ich komme natürlich jetzt nicht ganz so oft zum Action, deswegen muss man gucken, wann ich mal wieder da bin, dass ich den einmal nachkaufen kann. Aber ich würde ihn definitiv nochmal nutzen. Es war halt so ein Zweierpack. Ich glaube, das andere Dings habe ich euch auch schon mal von gezeigt. Dann auch wieder, was ich nachgekauft habe, diesen Wachsfüller, oder was ich leer gemacht habe und nachgekauft hatte, Wachsnachfüller mit Duftnoten von Himbeere und Vanille. Dieses Duftding hier für die Kerze, die es bei Profissimo gibt. Und die riecht so gut. Das hatte ich euch ja, glaube ich, in einem Haul gezeigt und ich habe direkt den benutzt. Der riecht halt wirklich nach Vanille und Himbeere. Genau, ich musste mal gerade gucken. Hier ist übrigens noch die Verpackung. So sieht es dann halt aus. Hier könnt ihr ja, wie gesagt, das Wachs einmal entnehmen. Müsst halt diesen Bapper hier oben abmachen und in die Kerze packen und dann passt es auf jeden Fall. Wie gesagt, würde ich mir jedes Mal wieder nachkaufen. Dann habe ich nochmal Augenpatches leer gemacht von 111 Skin. Ja, die fand ich jetzt auch nicht schlecht. Wie gesagt, bei Augenpatches gibt es ja meiner Meinung nach nur, funktioniert nicht. Die haben funktioniert, von daher, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her hatte. Ja, würde ich auf jeden Fall nochmal nutzen. Ich muss gerade mal hier hinten gucken, weil da steht irgendwie ein Ablaufdatum. Ne, die sind noch nicht abgelaufen gewesen und selbst wenn, dann wäre es auch nicht ganz so schlimm gewesen. So, dann habe ich hier noch einmal reingepackt. Nochmal Toilettenpapier. Boah, wir haben jetzt hier dreimal Toilettenpapier leer gemacht, gell? Okay. Auf jeden Fall war das eins mit Astronauten, ne? Auch von DM. Wie gesagt, das ist ja teilweise auch, dass wir Toilettenpapier am ersten des neuen Monats leer machen. Dann wandert es natürlich auch in die Box rein. Also bitte nicht wundern, ne? Genau, das haben wir auch gemacht. Dann habe ich hier noch einmal leer gemacht von S. Oliver Pure Sands, dieses Magnolia Bamboo Leaves Rose Duschgel.
Jo, das hatte ich, glaube ich, auch in meinem Adventskalender drin oder hatte ich das im Tauschpaket? Fragt mich bitte nicht. Auf jeden Fall hat es richtig gut gerochen. Ja, ähnlich wie so ein Oliver Parfüm. Genau, also könnte ich mir auch super gut vorstellen, dass ich das nochmal als Parfüm mir kaufen werde. Hat einen total angenehmen Duft gehabt, hat die Haut gut gereinigt, hat jetzt nicht irgendwie ja, Irritation vorgerufen oder sowas. Also das hier fand ich auch nicht schlecht. Dann hatte ich oben bei mir, irgendwas ist hier ausgelaufen, von Tau Arsis, dieses Aroma Cosmetic Orange Aromatherapy Spray. Nicht Spray, sondern Duftöl. Ich hatte das ja in diesem Beauty Love, ich muss gerade überlegen, Beauty Love Sale, gab es ja diese ganzen Boxen, da war ja dieses Öl zusammen mit so einem Stein. Ich habe es halt immer drauf gemacht, jo, irgendwann war der Duft halt weg. Wenn ich direkt daneben gestanden bin, habe ich es gerochen, aber wenn ich jetzt neu in den Raum reingekommen bin, eher weniger. Aber kann natürlich sein, dass das jetzt nicht mehr das neueste Produkt war, weil es wie gesagt schon eine alte Box war, aber generell mag ich diese Düfte. Orange ist auch angenehm, also ja, würde ich auch nochmal nutzen, wenn ich es da hätte. Dann haben wir einmal leer gemacht von Colgate Total, diese kleine Zahnpasta hier. Ja, wir haben die halt vor allem immer, wenn wir unterwegs sind am Wochenende oder sowas mit dem Camper, ne, dass wir die dann so eine kleine Zahnpasta mitnehmen. Aber ich habe die mal irgendwann ins Bad gelegt, weil es bringt ja auch nichts, wenn so eine Zahnpasta ewig lange in irgendeiner Tasche rumliegt und gammelt. Und deswegen habe ich die einmal ins Bad gepackt, die haben wir benutzt, war auch nicht schlecht, keiner hat sich beschwert. Also von daher, ne, brauche ich auch nicht so viel zu sagen. So, als nächstes haben wir hier leer gemacht eine Handseife, eine flüssige Handseife von Slow Day Balance Rosemary Mandarin Zest. Die war richtig gut, die hatte ich mal in meiner Little Box drin. Ich glaube, das war 23. Januar, Februar, März oder sowas. Gab es verschiedene Ausführungen und ich fand die richtig gut. Also ich finde, die können öfters mal sowas in Beautyboxen meiner Meinung nach reinpacken. Damit können wir oder kann ich teilweise mehr anfangen als mit der 100. Wimperntusche, dem 100. Highlighter oder sonst irgendwas. Deswegen, also das hier würde ich mich auf jeden Fall freuen. Hat die Hände gut gereinigt, hat angenehm gerochen. Ne, alles, was es machen soll. Dann habe ich hier noch mehr Augenpatches, sehe ich gerade. Und zwar von Balea diese Hydrogel Augenpatch mit Rainbow-Effekt. Ja, die fand ich super. Das sind diese bunten, mehrfarbigen. Ich glaube, blau, gelb und rosa oder so sind die. Die fand ich super. Würde ich definitiv immer wieder nachkaufen. Dann von Isana Hydrogel diese Augenpads. Hier mit, ich glaube, die hatten Schmetterlingseffekt. Die sind ein bisschen gerutscht. Deswegen, das fand ich ein bisschen doof. Die hatten halt nicht so die typische Form. Sondern waren so ein bisschen schmetterlingsmäßig. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir die nochmal nachkaufen würde. Und dann habe ich hier noch eine Tuchmaske leer gemacht mit so einem süßen Igel. Ja, die war angenehm zur Haut. Und ja, einfach mal ein bisschen Entspannung. Die war von Isana, genau diese Wild Ones. Feuchtigkeitsspende und Kletten mit Wildrosenöl, Kupuaku-Butter und Retinol. Die waren aber auch nicht schlecht, genau. Dann geht es noch ein paar Sachen habe ich hier noch. Ich habe hier leer gemacht von Kinda Beauty, diesen Kind Mist. Der war in der Blissom Box, lass mich lügen, März oder April drin. Genau, habe ich als Setting Spray benutzt. Hatte ich schon mal, fand ich jetzt nicht schlecht. Ja, hat gemacht, was es sollte. Von daher, wenn ich es in meiner Box drin habe, würde ich es definitiv nochmal benutzen. Den hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Dann ein von meinen Favoriten von NYX, dieses Huile Prodigieux Floral. So ein kleines Trockenöl. Ich liebe ja wirklich die NYX-Produkte. Ich liebe diese Trockenöle. Meistens benutze ich die eher als Bodylotion. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich sowas hier drin habe. Genau, auch das habe ich wieder auf den Körper aufgetragen. Ich liebe diese Gerüche. Das war halt dieser florale Duft. Ist vielleicht auch nicht für jeden unbedingt was. Mir hat er total gut gefallen. Und ja, würde ich definitiv nochmal nutzen, wenn ich es noch da hätte. Wir haben noch eine kleine Zahnpasta leer gemacht von Odometry Extreme Clean Langzeitfrische, diese kleine hier. Ja, gleiches Spiel wie bei der anderen Zahnpasta schon. Brauche ich eigentlich auch nicht so zu viel zu sagen. Ich habe hier übrigens gerade gefunden, ich habe noch so ein Essence Fix and Last 18 Hour Spray leer gemacht. Ah, habe ich eben meine Meinung schon zu gesagt. Und dann habe ich hier noch von NYX dieses Produkt leer gemacht. Das war eine Reinigung fürs Gesicht. Genau, Face Cleansing and Make-up Removing Gel, fand ich super, 15 Milliliter, muss ich nicht so viel sagen, also meine Haut hat ja nicht drauf reagiert oder sowas, fand ich optimal, hat mir super gut gefallen und würde ich definitiv nochmal nutzen. Und ich habe jetzt sogar noch gefunden, ich habe mir noch eins leer gemacht, noch so ein kleines Trockenöl und ich glaube, das war das Standard-Trockenöl, was man so in der normalen Duftrichtung schon kennt. Das ganz normale Huile Prodigieux, wie gesagt, hat diesen typischen NYX-Duft, brauche ich auch nicht mehr so zu viel zu sagen, oder? Genau, also das hier auch.
So ihr Lieben, also das war jetzt mein Aufgebraut für den Monat April. Ich habe euch jetzt alle Produkte gezeigt, die einmal im April bei mir leer gegangen sind, beziehungsweise bei uns. Lasst es mich super gerne einmal wissen, ob ihr die ein oder anderen Produkte vielleicht auch schon ausprobiert habt, ob ihr die vielleicht gerade noch in Anwendung habt, was eure Meinung dazu ist. Interessiert mich natürlich immer. Und ja, wie gesagt, ich verlose ja wieder was an euch. Was ihr dafür tun müsst, schaut einmal gerne unten in die Infobox. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Däumchen, bedanke mich hier einmal bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss!